Rang Nummer 4. Damit wollen wir weitermachen. Am Ende herzlichen Glückwunsch, Michael Endres. Platz 3 und damit aufs Podium gefahren. Herzlichen Glückwunsch, Colin Bönighausen. Rang Nummer 2 nach einem spannenden Kampf. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an André Petropoulos. Und in die goldene Mitte mit einem zweiten Rang und einem Laufsieg. Herzlichen Glückwunsch, Nick Deißler. Jetzt dürft ihr euch einmal zusammenstellen oben zu fünft. Mit Sicherheit kriegt er das noch hin. Dafür ist das Podium groß genug für schöne Fotos. Ich denke mal, das ein oder andere Elternteil wird noch gerne ein Foto machen. Und dann bedanken wir uns bei euch und werden euch hoffentlich in Wittgenborn wiedersehen, wenn es dann wieder mit dem ACV Kart Nationals weitergeht. Vielen Dank an euch und ihr bekommt euren gebührenden Applaus. Machen wir weiter mit der nächsten Klasse. Rock Junior ist dort angesagt. Ein schönes Teilnehmerfeld, was wir dann gesehen haben an diesem Wochenende. Wir beginnen mit Rang Nummer 5 und sagen herzlichen Glückwunsch, Jonas Teichmann. Ah, scheint nicht mehr hier zu sein. Auch der Viertplatzierte ist nicht mehr hier. Stellvertretend natürlich auch dort der Applaus an Tim Hartheld. Ah, da kommt Jonas Teichmann, unser Fünftplatzierte. Besser spät als nie, das hatten wir heute schon mal. Und dann machen wir direkt weiter mit Rang Nummer 3 und sagen herzlichen Glückwunsch, Yannick Martener. Rang Nummer 2 vom KSM Schumacher Racing Team, Zaid Firas Tayo. Wir haben nicht abgegeben. Und einmal ganz nach oben vom MSC Langenfeld. Herzlichen Glückwunsch zum Doppelsieg in Wackersdorf, Phil Hill. Und auch ihr dürft euch einmal zusammenstellen oben auf dem Podium. Sonst sind die Fotos immer so groß. Man sieht euch gar nicht mehr oder erkennt euch nicht mehr. Ein bisschen lächeln dann auch noch. Ich glaube, das kriegen wir alle hin, oder? Vielen herzlichen Dank an euch. Auf ein Wiedersehen beim nächsten Lauf. Das ist euer abschließender Applaus. Thank you.
aber gesagt, schon auf die Stadt zu. Kommen wir zur Klasse Rotax Max Senior und beginnen mit Rang Nummer 5. Herzlichen Glückwunsch, Nico Lahne. Rang Nummer 4 darf sich dann direkt daneben stellen. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an Julia Ponkratz. Die dritte Position und damit aufs Podium. Herzlichen Glückwunsch, Nico Kertsch. Platz Nummer 2 von Nice Racing. Herzlichen Glückwunsch, Marc Bube. Ein Platz ist da noch frei und der geht an den Sieger. An den zweifachen Sieger dieser Klasse. Herzlichen Glückwunsch, Fabian Bock. So, dasselbe gilt für euch. Einmal zusammenstellen. So, und jetzt, wo die letzten Fotos gemacht worden sind, bekommt ihr natürlich auch nochmal einen Abschlussapplaus für diese wirklich tolle Veranstaltung. Zwei wirklich schöne Rennen, die ihr uns geboten habt. Und dann wollen wir weiter starten mit Rock Senior und beginnen mit Rang Nummer 3 und sagen herzlichen Glückwunsch an Fabian Kreim. Scheint wohl nicht hier zu sein. Dann wollen wir mit der zweiten Position weitermachen und sagen herzlichen Glückwunsch an Jillian Lipinski. Und auf Rang Nummer 1. Herzlichen Glückwunsch. Ah, Fabian Kreim kommt jetzt doch noch. Hat ein bisschen gedauert, ne? Natürlich bekommt er natürlich seinen Pokal dann auch noch überreicht, bevor wir dann den zweiten Versuch starten, den Sieger nach oben zu holen. Vom KSM Schumacher Racing Team in der Klasse Rock Senior. Herzlichen Glückwunsch, Felix Scholz. Auch hier nochmal das Zusammenstellen auf dem obersten Podest. In welche Kamera ihr auch immer blicken möchtet. Wir sagen herzlichen Dank. Auf ein Wiedersehen in Wittgenborn und den restlichen Veranstaltungen des Jahres. Und auch ihr bekommt nochmal euren gebührenden Applaus zum Abschluss dieser Veranstaltung. Machen wir weiter mit der Klasse Rotax DD2 und beginnen mit der fünften Position. Herzlichen Glückwunsch, Nick Wüstenhagen. Ja.
Kommen wir zu Platz Nummer 4 von Mach 1 Motorsport unter der Betreuung von MT Motorsport. Herzlichen Glückwunsch, Pavel Mischkier. Der Drittplatzierte unter der Bewerbung von Kartsport Klim. Herzlichen Glückwunsch, Marcel Steinhardt. Rang Nummer 2, wir dürfen gratulieren, Lukas Müller. Und in die goldene Mitte, fast schon ungefährdet, hat er das nach Hause gebracht. Doppelsieg für ihn hier in Wackersdorf. Herzlichen Glückwunsch, Niklas Grenz. Ich glaube, auch da kriegen wir es hin, dass wir uns einmal zusammen oben wiederfinden auf dem Podest für die gemeinsamen Gruppenfotos unserer erfolgreichen Piloten in der Klasse Rotax DD2. Vielen Dank an euch und eine schöne Heimreise für alle, die heute noch wegfahren. Und wir wollen dann weitermachen mit der Klasse Rotax DD2 Masters. Und beginnen dort mit der dritten Position und dürfen nach vorne bitten. Herzlichen Glückwunsch, Steffen Ebrecht. Platz Nummer 2 von Nice Racing. Herzlichen Glückwunsch, Dieter Jendrzejczyk. Und der erfolgreiche Pilot in der Klasse Rotax DD2 Masters. Unser Doppelsieger in Wackersdorf. Herzlichen Glückwunsch, Andreas Schindler. Auch ihr dürft euch einmal zusammenstellen. Sieht immer schöner aus. Okay, hätten wir das lieber nicht gemacht, ne, Andreas? Sieht jetzt so ganz komisch aus. Aber wir bedanken uns bei euch. Auf ein Wiedersehen in Wittgenborn und den restlichen Veranstaltungen. Das ist euer abschließender Applaus. Und wir blicken dann recht schnell auch der Klasse KZ2 Masters entgegen. Beginnen mit Rang Nummer 3. Herzlichen Glückwunsch, Markus Pschick. Rang Nummer 2 für ihn in der Klasse KZ2 Masters. Herzlichen Glückwunsch, Alexander Waschbär-Pauk. Danke, danke. Auf Rang 1 am Ende, wir sagen herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass du dabei gewesen bist, Stefan Fritsch.
Was für die anderen gilt, gilt natürlich für euch auch. Einmal zusammenfinden obendrauf. Könnte auch meine Stimme gewesen sein. Dann machen wir weiter mit der Klassikkarte 2, die letzte Ehrung des heutigen Tages. Beginnen mit der 5. Position und sagen herzlichen Glückwunsch an Sebastian Uber. Rang Nummer 4, wir dürfen gratulieren an Philipp Ortmann. Rang Nummer 3, das war wieder einmal ein guter Einstand für den amtierenden Meister der Klasse KZ2. Herzlichen Glückwunsch, Alessio Curto. Platz Nummer 2 in der Schalterklasse. Herzlichen Glückwunsch an Leon Köhler. Und das Beste kommt zum Schluss. In die goldene Mitte. Mit einem zweiten Rang und einem Laufsieg. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an Daniel Stell. Und zum allerletzten Mal einmal zusammenstellen obendrauf fürs gemeinsame Gruppenfoto. Ja, auch die beiden, die davor stehen. Dafür ist es groß genug in Wackersdorf, glaube ich. Wir bedanken uns bei euch für den wunderschönen Motorsport, den ihr uns geboten habt. Vielen Dank, ihr bekommt natürlich einen abschließenden Applaus und wir verabschieden uns bis in wenige Wochen. Denn da geht es dann mit der ACV Kart Nationals in Wittgenborn weiter auf dem Vogelsbergring. Bis dahin habt noch einen schönen Restsonntag und eine gute Heimfahrt. Ihr und euer Sebastian Wauer wünscht euch alles Gute.